Ja, hallo ihr Lieben. Nachdem ich jetzt lange auf YouTube ja auch geschwiegen habe, möchte ich heute nochmal ein neues Video zu einem Thema machen, was mir wirklich am Herzen liegt zurzeit. Man kann keine sozialen Medien mehr aufmachen ohne Corona-Pandemien, ohne ja, lauter Theorien darüber, wieso was passiert, wer was steuert und was alles unterwandert ist. Und mich wundert dabei immer, dass die Menschen sich tatsächlich darüber wundern, was passiert. Ohne dass ich das alles beschönigen möchte oder dass ich sagen möchte, die Leute haben Unrecht oder das stimmt alles nicht, was da gepostet wird. Natürlich sind wir da unterwandert, natürlich werden Falschinformationen gestreut, natürlich gibt es auch viele Bemühungen, daran etwas zu ändern. Für mich stellt sich immer die Frage, was sind die wirklichen Hintergründe des Ganzen? Sergei Lasarev, ein von mir sehr geschätzter russischer Heiler, hat schon in den 80er Jahren Forschungen betrieben über Aggressionen, über bewusste Aggressionen, unbewusste Aggressionen, Abhängigkeiten von Menschen und dabei sehr, sehr interessante Aspekte herausgestellt. Bei Lasarev geht es hauptsächlich um Abhängigkeiten von Materie, also Dinge, die wir über Gott stellen, die wir über das Universum, über die Schöpfung stellen. Das klassische Beispiel dafür ist in heutiger Zeit immer Geld. Geld ist mehr wert als Gottesglaube, Geld ist mehr wert als Familie, Geld ist mehr wert als alles andere für die meisten Menschen. Ja, es werden bestimmt einige unter euch sein, für die das nicht gilt. Aber auch in unserer täglichen Arbeit merken wir das, dass tatsächlich Abhängigkeiten existieren, auch von Materie, bei Menschen, bei denen man es nicht so wirklich glaubt, dass es so ist. Diese Abhängigkeiten sorgen für unbewusste Aggressionen. Und unbewusste Aggressionen sind schädlich für unsere Seele. Und unser Unterbewusstsein, unserer Seele, sorgt immer dafür, dass Schaden von der Seele abgewendet wird. Das heißt, dass wir uns nicht weiter darauf zubewegen, was uns als wirklichen Kern, als Seele beschädigen würde. Dadurch kommen die Schäden dann auf materieller Ebene, dadurch kommen die Schäden auf Beziehungsebene, auf allen anderen Ebenen, aber eben nicht auf dieser absolut feinen Ebene der Seele. Wenn dem so ist, tragen wir tatsächlich großen, großen Schaden davon. Und diese Aggressionswerte, unbewusste Aggressionen, kann man messen. Lasarev hat das 1980, 90 bereits für Russland mal ausgemessen und es war klar, das russische Volk trägt ein ganz großes Potenzial an Aggressionen mit sich rum, an unbewussten Aggressionen und es wird seine Konsequenzen haben im Untergang der Sowjetunion, im Hinwenden zum Westen, im Verlust der Identität. Unbewusste Aggressionen haben also immer zur Folge, dass wir durch das Universum, durch unser Unterbewusstsein immer darauf hingewiesen werden, dass wir hier Baustellen haben, die es zu bearbeiten gilt, damit unsere Seele eben keinen weiteren Schaden nimmt. Eins der besten Beispiele dafür ist für mich immer der sogenannte Verlust des dritten Auges, also sprich unsere Kommunikation mit allem. Viele Leute glauben immer, das wäre von außen gesteuert und es würde gedämpft werden durch Chemikalien und durch alles Mögliche. Das mag sogar sein, dass die Drüsen dadurch geschädigt werden. Das Problem geht nur weiter, es geht viel tiefer. Im Endeffekt schneiden wir uns nämlich selber davon ab. Und das hat seinen Sinn, dadurch, dass wir uns zu Sachen hinwenden, die ethisch nicht vertretbar sind, oder die kosmischen Gesetzen widersprechen. Um es mal klar auszudrücken, indem wir die Liebe töten, weil andere Dinge wichtiger sind, Job, Karriere etc. Indem wir unseren Nachbarn üble Nachrede oder unseren Ahnen üble Nachrede zukommen lassen und so weiter und so weiter. Ich will das hier nicht alles komplett vertiefen.
sorgen wir dafür, dass wir ethische Verstöße oder begehen, also gegen kosmische Gesetze verstoßen. Und damit die Eingriffstiefe des Menschen, die er nun mal hat, nicht noch weiter Schaden anrichtet, haben wir uns alle selber von diesen Zugängen abgeschnitten. Und dieses Prinzip zu verstehen, ist das Wichtigste, um die Ursache zu verstehen, warum Dinge momentan so laufen. Warum können Machthaber fast machen, was sie wollen? Warum passiert uns das allen? Ja, weil wir die Schnittstelle dafür liefern, weil wir unsere Dämonen nicht aufarbeiten. Und wie gesagt, das kann man austesten, man kann diese Werte austesten. Und Deutschland hat ein ebenfalls, genau wie Russland damals, ein sehr hohes Maß an unbewusster Aggression. Und damit sind wir selber dafür verantwortlich, dass solche Dinge passieren können, dass Corona-Pandemien kommen, die meinetwegen keine sind, aber es spielt überhaupt keine Rolle, weil wir mit den Konsequenzen zu rechnen haben. Und es sind alles nur Hinweise darauf, dass wir uns wieder Dingen zuwenden, die eigentlich wirklich wichtig sind. Anastasia beschreibt das sehr schön. Fast alle Religionen beschreiben das sogar, oder Religionsstifter, was die Religionen daraus gemacht haben, oder die Institute, ist eine andere Angelegenheit. Trotzdem gilt es für mich, immer darauf hinzuweisen, dass der beste Weg aus solchen Sachen nicht ist, zu Demonstrationen zu gehen oder sich darüber aufzuregen. Das steigt dadurch erst noch das Aggressionspotenzial, sondern tatsächlich seine inneren Dämonen an die Hand zu nehmen, seine Ethik zu kontrollieren und sein Handeln zu kontrollieren, sich bewusst zu machen und an Themen zu arbeiten, die inkarnativer Natur sind, die auch dieses Leben betreffen, in die Vergebung zu gehen für jegliche üble Nachrede, für jegliches Töten der Liebe, für jegliche Abhängigkeit von Materie. Das wäre eine Möglichkeit, tatsächlich den Angriffspunkt dafür zu nehmen, dass sowas überhaupt passieren kann. Dass wir alle uns ausgeliefert fühlen, dass wir alle uns darüber beklagen, was uns so hier passiert, in welche Pandemien wir hier geschickt werden, in welche Unfreiheit wir hier geschickt werden. Auch Abhängigkeiten von Freiheit übrigens führen dazu, dass man sie verliert. Und das ist das Prinzip von Abhängigkeiten. Alles das, wovon wir abhängig sind, wird uns entzogen. Und wenn wir abhängig nach einer glücklichen Zukunft sind, dann wird sie uns entzogen werden. Das ist das göttliche Prinzip. Es muss so sein, um uns aufzuzeigen, dass unsere Seele Schaden nimmt, wenn wir so weitermachen. Von daher bin ich jetzt nicht dagegen, auf Handlungsebene zu Demonstrationen zu gehen oder sich dagegen zu wehren. Aber eigentlich können es nur die Menschen, die ethisch absolut rein sind, und zwar nicht nur in diesem Leben, sondern mit ihren Vorleben aufgeräumt haben. Alles, was man da gemacht hat, und jeder von uns hat diese dunklen Seiten, tatsächlicherweise mal aufzuarbeiten. Erst dann sinkt das komplette unbewusste Aggressionspotenzial des Landes und dementsprechend würde gar keine Schnittstelle mehr existieren, um so aus dem bewussten Leben geschmissen zu werden. Das Prinzip von Abhängigkeiten, Lazarev, das sind wirklich einige Bände. Ich kann euch das hier alles nicht näher bringen. Für mich ist es nur wichtig, es geht über die Eigenverantwortung, über die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich. Können wir das schaffen? Das heißt nicht, dass wir uns auf der Handlungsebene tatsächlicherweise alles gefallen lassen müssen, aber gefährlich ist eben, auf der Handlungsebene in die Demonstration zu gehen und auf der geistigen Ebene und auf der emotionalen Ebene auch noch Hass oder sonstige Sachen zu entwickeln, gegen das man ist, weil das schafft nur wieder genau das, was wir nicht wollen. Das erhöht das Potenzial. Was mich immer wieder auf den Gedanken dieser 144.000 Gerechten bringt, was sollen denn das sein, 144.000 Gerechte? Es wären 144.000 Menschen, die eine absolut zweifelsfreie Ethik und Moral besitzen. Wenn die hier vorhanden wären, das wäre schon einiges. Da würde das Potenzial der Aggression deutlich geschmälert werden. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, einen anderen Blick darauf zu werfen, auf Dinge, wie die Welt funktioniert, was logische Konsequenzen sind,
wie Pandemien, wie sowas überhaupt entstehen kann. Ja. Seit Jahrzehnten versuchen Menschen aufzuklären oder tun es auch und haben damit wirklich, leisten wunderbare Arbeit, aber die Wirkung bleibt ja dann doch irgendwie aus. Und das würde nicht passieren, wenn jeder, der diese Informationen aufnimmt, sie auch tatsächlich verinnerlicht, in sich bearbeitet, mit sich arbeitet, die Eigenverantwortung übernimmt und dementsprechend dafür sorgt, dass überhaupt gar keine Schnittstelle mehr da ist für Zwangsimpfungen, für Pandemien, für Versuche, für Pädophilie, für so alle Themen, die uns hier gerade überall begegnen, denen die Schnittstelle zu entziehen, wäre viel sinnvoller, als auf Handlungsebene immer noch die Aggression zu erhöhen. Das ist mein Blickwinkel auf die Welt. Ich weiß nicht, ob ich euch das gut erklären konnte, aber eine Diskussion darüber würde sich lohnen und ein Aufarbeiten der eigenen Vergangenheit, des eigenen Dämons in mir, in einem selber, das wäre sehr, sehr sinnvoll für diese Welt. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen mit euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.